Hallo YouTube, ich bin Gernot Starke und in diesem Video erkläre ich euch, warum die Kontextabgrenzung und externe Schnittstellen für eure Systeme total wichtig sind. Bleibt dabei! Die Kontextabgrenzung zeigt euer System und dessen Umwelt. Aber lasst uns einen Schritt zurückgehen. Warum ist das überhaupt wichtig? Lass uns als Beispiel mal ein technisches System, also beispielsweise so eine schicke Villa, annehmen. Als System selber können wir die bauen und innen schön ausstatten. Super. Aber wenn wir uns den Kontext angucken und feststellen, dass diese Villa im Nirgendwo der Wüste liegt, bekommt die vielleicht einen ganz anderen Stellenwert. Bei technischen Systemen ist es ganz oft wichtig, dass wir die Umgebung, das Umfeld, den Kontext eben kennen. Das beginnt mal damit, dass wir für die Kontextabgrenzung unser System ins Zentrum der Betrachtung stellen und uns als nächstes fragen, welche Userrollen es gibt. Ich habe hier als Beispiel so einen Online-Shop genommen. Da gibt es offensichtlich irgendwelche Menschen, die bei uns hoffentlich was kaufen wollen, Customer. Es gibt natürlich irgendeine Backoffice-Rolle und so weiter. Und dann kommen auch schon externe Systeme ins Spiel. Irgendwoher müssen ja unsere Produkte mal kommen. Also werden wir bestimmt irgendwelche Systeme angebunden haben, über die wir Produkte einkaufen können, Lieferanten. Wir werden auch ein Warenhaus, irgendeine Lagerhaltung eingebunden haben, wo die Artikel, die wir gekauft haben, vielleicht auf ihre Customer warten. Das geht natürlich noch weiter. Als drittes kommt Zahlungsanbieter, Payment Provider dazu. Auch funktionale Leistung, eine fachliche Leistung, die wir nicht selbst erbringen wollen oder können. Und so weiter und so fort. Selbst in so einem kleinen, normalen Online-Shop seht ihr, haben wir schon eine ganze Reihe externe Systeme anzubinden. Manchmal gibt es dann auch noch Diskussionen, ob ein System extern angebunden wird oder ob wir diese Leistung, hier im Beispiel Billing, vielleicht selbst erbringen möchten. Auch solche Unklarheiten, solche offenen Punkte können wir in der Kontextabgrenzung aufzeigen und diskutieren. Und weil wir ja ordentliche Diagramme zeichnen, kommt dazu natürlich noch eine Legende, die uns die Bedeutung von den Pfeilen, also den Beziehungen und den Symbolen erklärt. Damit haben wir dann so ein typisches Kontextdiagramm, das unser System im Zentrum gegenüber seinen Nachbar-IT-Systemen abgrenzt. In der Praxis empfehle ich auch noch eine kleine Tabelle dazu zu haben, die uns Pfeile und Nachbarsysteme in einem Satz oder zwei ein bisschen erklärt. Warum jetzt ist diese Kontextabgrenzung so relevant und wichtig? Meine These: externe Schnittstellen sind für uns lebenswichtig. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes für unsere IT-Systeme lebenswichtig. Lass uns dazu mal so einen typischen Ende-zu-Ende-Prozess in unserem kleinen E-Commerce-System angucken. Unsere Customer suchen sich einen Artikel bei uns aus. Wir müssen jetzt in unserem Lagerhaus mal nachgucken, ist der überhaupt noch vorrätig? Wir wollen ja nichts versprechen, was wir da nicht einhalten können. Nehmen wir an, Artikel ist noch da, dann sollten wir die vom Customer getätigte Zahlung mit unserem Payment Provider vielleicht überprüfen, ob die Kreditkarte gültig ist, die Bankverbindung okay und so weiter. Erst dann würden wir den Artikel zum Transportdienstleister geben und unseren Customern sagen, hey, alles ist gut. Diesen Ende-zu-Ende-Prozess können wir nur abwickeln, wenn unsere externen Nachbarsysteme ordentlich da sind. Also die externen Schnittstellen funktionieren. Ihr seht, weil wir Ende-zu-Ende-Prozesse oft nur mit unseren externen Schnittstellen durchführen können, sind diese externen Schnittstellen eben wichtig und riskant. Sollte an diesen externen Schnittstellen irgendetwas schiefgehen, die nicht verfügbar sein, die falsche Antworten liefern, irgendwelche Probleme aufwerfen, fällt das möglicherweise auf uns zurück. Und das ist halt gefährlich, beziehungsweise wir in der Architektur
Ihr in der Architektur müsst euch auf sowas einstellen. Ein weiteres Risiko rührt daher, dass bei diesen externen Schnittstellen halt noch externe Stakeholder, externe Personen beteiligt sind oder gar externe Organisationen, die wir nicht so im Griff haben wie unser eigenes Entwicklungsteam, weil externe Parteien, andere Entwicklungsteams, andere Organisationen beteiligt sind, sind externe Schnittstellen auch viel schwerer zu ändern. Also wenn wir beispielsweise eine externe Schnittstelle nach außen anbieten, die in der Außenwelt Klienten, Consumer benutzen, können wir die nicht so ganz einfach ändern. Wir können bestimmt eine neue Version dieser Schnittstelle anbieten, aber auch das will wohl überlegt sein und ist sicherlich ein bisschen schwieriger als die Änderung einer rein internen Schnittstelle. Deswegen der ganz dringende und ernst gemeinte Ratschlag: Kenne deinen Kontext. Know your enemies. Ihr solltet wissen, mit was ihr euch auseinandersetzen müsst, auf was ihr euch von der Außenwelt einstellen müsst, woher eure Daten kommen und wohin eure Daten gehen. Nächster Tipp: Beginnt mit der Kontextklärung, also der Klärung dieser externen Schnittstellen, so früh wie möglich. Am besten am Tag 1. Braucht das am Tag 1 nicht fertig machen, also nicht komplett beenden, arbeitet iterativ. Schreibt oder zeichnet mal das auf, was ihr am ersten Tag schon wisst und arbeitet inkrementell daran weiter. Nächster Tipp: Involviert eure Stakeholder. Mindestens mal euer Management, eure Fachbereiche, Produktverantwortliche, für den Betrieb Verantwortliche. Wenn ihr im Entwicklungsteam super DevOps macht, seid ihr das vielleicht selbst. Aber mindestens mal aus diesem Spektrum von Beteiligten holt euch Antworten dazu. Was sind besondere Risiken an den externen Schnittstellen, besondere Herausforderungen? Was ist vielleicht besonders schwierig oder was ist möglicherweise besonders teuer? Ihr solltet mindestens mal euren fachlichen Kontext kennen. Ganz früher, als ich noch mehr Haare hatte und jung war, hieß das mal Logical Context oder Essential Context. Heute nennt man es eher fachlichen oder Business Kontext. Losgelöst von der reinen Übertragungstechnik, von Netzwerktechnik und so weiter, die Frage, ja, wie kriege ich denn jetzt von meinem Artikelanbieter raus, ob es eine neue Version von einem bestimmten Artikel gibt. Die Tatsache, dass ich diesen Artikelanbieter angeschlossen habe, die ist für meinen fachlichen Kontext interessant. Bei Bedarf könnt ihr einen technischen Kontext haben, in dem ihr dann beteiligte Übertragungstechnologien, technische Protokolle, IP-Adressen und ähnliche technischen Details festhaltet, die für den fachlichen Kontext in der Regel weniger interessant sind. Es könnte sein, dass ihr ganz furchtbar viele Nachbarsysteme habt. In dem Fall empfehle ich Clustern, also Nachbarn, die zusammengehörig oder ähnlich sind, zusammenfassen, dass euer Kontextdiagramm nicht so von der Anzahl Nachbarn völlig ausufert. In unserem Fall beispielsweise Payment Provider in dem E-Commerce-System. Vielleicht habe ich 5 oder 6 verschiedene Zahlungsanbieter wie PayPal, Stripe, Klarna und Konsorten. Die kann ich zusammenfassen und in der Tabelle, in meiner erläuternden Tabelle, erklären, dass das in Wirklichkeit mehrere sind. Ihr seht hier am Beispiel, kann ich das auch über so Stereotypen kennzeichnen, sodass schon optisch klar wird, dass es sich um wirklich mehrere Einzelne handelt. Das war's zum Thema Kontextabgrenzung. Danke fürs Zuschauen.